Ladies and gentlemen, welcome to the country of scenic wilderness, cosmopolitan cities, and non-stop excitement. Welcome to the most beautiful country in the world. This is Canada. This is all you need to know. Welcome to the Endeca Canada podcast, brought to you by Destination Canada and CanadaDestiche.com. Da sind wir wieder. Howdy. Yeeha. Wieso yeeha? Ich glaube, das sagt man bei den Rodeos. Also weil wir heute in die Provinz gehen, in der die Cowboys zu Hause sind. Ja, warum hast du denn sonst Howdy gesagt? Sagen Cowboys auch Howdy? Ich weiß nicht, aber wenn du Howdy sagst, denke ich gleich an Cowboy. Wir sagen hier immer Howdy. Ich finde das unglaublich cool, so ein kleines Howdy. Ja. Ja, alle Kanadier, die ich getroffen habe, habe ich mit Howdy begrüßt und sie haben zumindest, vielleicht war das nur reine Höflichkeit, zurückgegrüßt. Ach so. Also jeha, denn wir sind heute in Alberta, eine Provinz, die man vor allen Dingen kennt, wenn man Kanada-Bilder bei Instagram sieht, oder? Ist es ein falscher Eindruck, dass das also sehr, 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 sehr viele Kanada-Bilder aus Alberta kommen? Nee. Es ist ein richtiger Eindruck. Ich glaube, in jeder Broschüre, die Kanada-Reisen anbietet, ist ein Alberta-Bild drin. Das liegt wahrscheinlich daran, dass diese Provinz so wunderbar fotogen ist. Wollen wir uns erstmal wie immer ein bisschen was erklären lassen von unserem Howdy Howdy Duck? Ja, lass Duck mal reden. Alberta is located in western Canada. It's bordered by the Canadian Rocky Mountains to the west and vast prairies and badlands to the east. It is also home to the country's largest deposits of oil and natural gas. Alberta has a population of more than 4 million, concentrated in the major urban centers of Calgary and Edmonton. It is the fourth largest province in Canada. We are known as a prairie province, but our landscapes vary from towering mountains, glacial lakes, and vast boreal forests to rolling foothills, fertile plains, and desert badlands. Alberta also has 5 national parks, and 3 of them are UNESCO World Heritage Sites, as well as 75 provincial parks. There are 587 species of wildlife, many of which are endangered or protected, that migrate through or make their home in the province. Keep a lookout for Alberta's Big 7 wildlife all-stars: elk, moose, bighorn, sheep, grizzly bear, bison, cougar, and wolf. Alberta is the postcard idol of Canada. If you dream of the second largest country in the world, you will picture turquoise lakes in front of a mountain backdrop. That's exactly what you'll find here. For most vacationers who travel to Canada for the first time, Alberta is the first destination. And it gets you hooked. Danke, Duck. Wer nach Alberta reist, der tut das meistens mit dem Ziel Calgary. Gibt 2 Möglichkeiten nur, ne? Calgary und Edmonton dahin zu fliegen. Ja. Aber Calgary ist eben das Tor zum Kanada-Urlaub, für viele zum ersten Kanada-Urlaub. Und wer dann da landet, der hat auch gleich die Kulisse der Rocky Mountains im Hintergrund, sieht man schon beim Landeanflug. Was sollte man vorher noch so wissen über Calgary? Außer, dass da mal Olympische Winterspiele waren vor vielen Jahren. Ich bin schon ein bisschen älter. War ich da schon auf der Welt? Ich sag ja, ich bin ein bisschen älter. Aber wann waren die? Weißt du das auswendig? Nee, ich guck nochmal nach. Sag du mal was über Calgary. Also, ich finde ja immer schade, dass die Leute in Calgary ankommen, sich ihren Mietwagen holen, sich da reinsetzen und gleich weg sind, weil eigentlich lohnt sich die Stadt auch, dort mal gut 2 oder 3 Tage zu verbringen. Die ist nämlich die sonnigste Stadt Kanadas. Und, ach, was ich richtig toll fand, war die Calgary Stampede. Klingt jetzt aber nach Cowboy, das klingt nach Rodeo. Ist das eine Stampede oder was ist eine Stampede? Sie nennen sich selber the greatest outdoor show in the world und das ist, glaube ich, auch the greatest. Es ist auf jeden Fall so, dass die ganze Stadt sich irgendwie in so eine Cowboy-Stadt verwandelt. Alle tragen nur noch Cowboy-Stiefel und Cowboy-Hüte, die Cowboys und die Cowgirls und es glitzert und es gibt natürlich ein Rodeo mit ganz vielen verschiedenen Disziplinen. Es gibt eine Kirmes, es gibt Konzerte, es gibt ein First Nations Powwow und vor allen Dingen gibt es unglaublich viele frittierte
frittiertes Essen. Die frittieren ja so Eis und Marshmallows und Nutella-Brote. Okay. Und total, okay. Also wir hätten Spaß. Ich weiß noch nicht, bis wann die Bauchschmerzen dann einsetzen. Vielleicht muss noch mal erklären, was ein Powwow ist. Also das habe ich auch zum ersten Mal, muss ich gestehen, gelernt, weil wir eben in Kanada waren. Ich bin jetzt kein Ethnologe und da kein Experte, aber ich würde sagen, ein Powwow ist ein Zusammentreffen der First Nations, wo sie ihre Kultur leben, singen, tanzen, trommeln, ihre traditionellen Gewänder anhaben. Okay. Sehr bunt, sehr lebhaft, sehr spaßig. Was kannst du noch empfehlen? Außer, dass ich jetzt sagen kann, dass die Winterspiele in Calgary natürlich 1988 gewesen sind. Ah, du bist schnell. Du da warst war ich schon auf der Welt. Ja, also was noch? Ich mochte total gerne das Studio Bell, das ist ein Museum für Musik. Das ist erstmal architektonisch so unfassbar toll, verrückt und hoch und hell und krumm und wirklich toll. Und dann gibt's natürlich viel, viel Ausstellung für Musik. Also man kann selber Musik machen, irgendwelche Musikinstrumente ausprobieren. Und natürlich die Hall of Fame der kanadischen Musiker, die gibt's da auch. Okay, also der Musiker, die international berühmt und bekannt sind oder national wahrscheinlich auch. Aber du wirst ja, also es sind ja unglaublich viele kanadische Musiker international. Wahrscheinlich bekannt. Mehr als mir jetzt einfallen. Bryan Adams wäre so ganz oben auf der Liste. Ja, Justin Bieber. Natürlich, ja. Shawn Mendes. Ja. Celine Dion. Mhm. Nickelback. Céline Dion, muss man ja, ist tatsächlich Kanadierin. Obwohl sie ja damals für Frankreich beim Grand Prix de la Chanson mitgemacht hat, als Franco-Kanadierin. Das ist hier so mein Musikwissen. Ja, ja, das hätte ich auch gewusst. Siehst und du? Waterloo hat sie nicht gesungen. In der Tat. Okay, also die sind da alle verewigt mit Bild und goldenen Schallplatten und so weiter. Und man wundert sich echt, wie viele doch Kanadier sind und wie viel man dann nicht weiß. Dann haben wir ja unsere Playlist schon mal festgelegt für unseren Trip in die Rocky Mountains. Und da sind viele Hits drauf und die Playlist ist relativ lang. Obwohl, so lang fährt man, glaube ich, gar nicht in die Rocky Mountains. Aber es gibt viel zu sehen. Nationalpark natürlich. Banff, der sagt vielen was, ne? Der würde mir jetzt einfallen. Kanadas erster Nationalpark. Und Jasper. Ja, genau. Und ich glaube, das ist das, was sich die meisten Touristen angucken. Deswegen ist es da unglaublich voll. Und wir wollten natürlich wissen, was kann man in Alberta eigentlich noch sehen, wenn man jetzt nicht zu den Klassikern fährt, und haben Scott gefragt, einen Fotograf, der bei Instagram ziemlich erfolgreich ist. There's so many awesome things to do in Alberta, but I thought today we could take a little hike around here at beautiful Kananaskis Lakes here in Alberta. This is a provincial park full of incredible hikes. Ja, der zeigt uns hier nicht nur eine Wanderung im Kananaskis Provincial Park, sondern der zählt jetzt auch gleich nochmal die anderen Wanderungen auf, die sich in Alberta lohnen. Oh, there's so many hikes. This is a great hike. Rawson Lake's one of my favorite. One hike I love is actually at Lake Louise. You can hike up to the tea house. There's a tea house open in the summer months, and you get up to the top, and they actually have like this wood fire burning stove. They make like tea and sandwiches, and all the ingredients are carried up daily. It's a really cool, unique hike. It takes you up to Lake Agnes. You can overlook that. Another great hike is at Moraine Lake, Hike of the Larches. What's a larch? A larch is a tree. Okay. And basically in September, all the larches turn color and it's just beautiful. It's about an hour, but it's an incredible view. East End Arundels are becoming very popular. It's at in just outside of Canmore. It's about an hour up. Do your research. Yeah, it'll tell you how long the hike is, what you need, and some things you can expect along the way. Banff and Lake Louise obviously are just so very stunning, but they're becoming very popular. With that, we want to expose the other great regions that are actually equally as amazing. So every year, more is being developed in Alberta because to accommodate so many people coming. Mm-hmm. And Kananaskis itself is an up-and-coming area, you know, filming movies here. A lot of people want to come explore. Viele träumen ja auch von dem Icefields Parkway. Den wollten wir ja auch gerne mal fahren, aber haben es bisher nicht geschafft, weil auch da es so Stoßzeiten gibt. Da kann man sich gar nicht mehr auf die Natur konzentrieren, weil wir nur noch im Stau stehen würden. Müssen wir vielleicht auch kurz erklären, der Icefields Parkway, ein 230 Kilometer langer Highway von Lake Louise nach Jasper. Und man sagt, es sei eine der schönsten Straßen der Welt. Ja, das ist sicherlich auch so, denn die führt vorbei an den größten Bergen der kanadischen Rockies, an Gletschern, an Eisfeldern, unberührten Wäldern, Seen.
Wasserfällen und an Flüssen. Das klingt jetzt nach was, das man dringend gesehen haben muss. Ja, oder? Sehen aber eben auch viele Urlauber so. Also deshalb lohnt es sich ja vielleicht im Winter die Tour zu machen, wenn man noch so ein bisschen Entdeckergefühl auf der Straße haben kann und nicht nur Stoßstange an Stoßstange unterwegs ist. Das kennen wir doch mit dem Winter. Und auf Entdeckertour gehen haben wir in Island auch gemacht, damit wir nicht Stoßstange an Stoßstange stehen. Straßenbahn sehr frei, wenn man sie vor lauter Schnee erkannt hat. Aber bei Entdecker fällt mir auch Drumheller ein. Da gibt's den Dinosaur Provincial Park. Dinosaur, das ist dann Jurassic Park, oder? Ja, nicht so ganz. Ist ein bisschen trockener. Denn tief unten im Flusstal des Red Deer Rivers kann man nämlich Dinosaurs, also Dinosaurier, ausbuddeln. Da ist nämlich der größte oder wie würde man sonst sagen, ergiebigste Dinosaurierfriedhof der Welt. Ich habe das mal nachgelesen, weil das interessiert mich natürlich. Jungs lieben Dinosauriergeschichten. Also warum liegen die da wohl alle auf einem Haufen? Und die Antwort ist, vor 75 Millionen Jahren, während der Oberkreidezeit, haben da wirklich Tausende von Dinosauriern gelebt. Damals war die Gegend weniger trocken, eher so ein subtropischer Urwald. Da gab es gigantische Bäume, Moore, reißende Flüsse. Ja, heute ist ja eher eine Wüste, ne? Und wenn du dann auf der Suche nach so einem Skelett, was du übrigens in den Sommermonaten kannst du das machen, dann kannst du so ein Dino-Dig buchen und da sitzt du da dann im, wie sie uns da schon, im Sand hocken. Mit einer Zahnbürste, nehmen immer richtig den Staub Ich hätte weg. Jetzt eher an so einen Handfeger gedacht, aber... Und so ein kleines, süßes Schüppchen, weil du darfst ja auch nichts kaputt machen. Das wäre schon mal nichts für mich. Ich würde da wahrscheinlich erstmal die Dinosaurierknochen aufspießen. Okay, aber man darf sie wirklich ausbuddeln. Man das ist ja sehr schön. So, wenn mich jetzt eher aber doch lebende Tiere interessieren, welche, die noch nicht ausgestorben sind, statt jetzt die ganze Zeit da mit dem Handfeger im Staub zu hocken. Den kannst du ja natürlich in Alberta fast überall begegnen. Ich meine, die Rockies, also die Nationalparks in den Rockies, die haben viele Schwarzbären. Auch der ein oder andere Grizzly treibt sich dort rum. Und da gibt's auch diese Wapitis. Weißt du, was das ist? Ein Hirsch. Also sowas wie ein Hirsch in etwa, ne? Oh, nicht schlecht. Ja, guck mal. Nicht schlecht. Aber was empfehlen wir mal, wenn man auf so Nummer sicher geht, Tiere sehen zu wollen? Den Elk Island National Park. In der kleinen Tiersafari dann? In genau. Der Nähe von Edmonton ist er. Und Evelyn hat uns mal aufgezählt, was wir da so alles sehen können. If you want to see wildlife, you come to Elk Island National Park, because you're going to see them here. Africa can brag they have the big five. We have the big six. We have moose, elk, plains bison, wood bison, white-tailed deer and mule deer. So we have the big six. Ja, danke auch nochmal an die Weatherly-Familie, die uns mal mitgenommen hat in den Park. Die zwei kleinen Mädchen, die waren ganz aus dem Häuschen, als sie aus dem Wohnmobilfenster ein Bison am Straßenrand gesehen haben. He's looking at me. When they see the bison for the first time, especially little children, they get so excited. And you know that that's a lifetime memory that has just been made. Ja, so süß die Kleine, ne? So aufgeregt. Du würdest dich genauso freuen. Du würdest genauso da sitzen, Fenster runter oder besser Fenster hoch, würdest du wahrscheinlich. Aber dann kannst du aufgeregt sein. Ja, deswegen musstest du ja auch schon auf die ein oder andere Reise mit mir, um mal ein Tier live zu sehen. Genau. Und es ist schöner als der Serengeti Park in Hodenhagen. Das kann ich Ihnen wirklich sagen. Absolut. Also das ist... Da darf man auch mal kindliche Freude entwickeln. Hat viel, viel mehr. Ja, kindliche Freude hier. Ja, und Evelyn hat uns auch erzählt, wann der komplett eingezäunte Nationalpark am schönsten ist, im September und Oktober. Dann haben sich nämlich die riesigen Espenwälder leuchtend gelb verfärbt und die Nächte, falls ihr dort vielleicht campen wollt, die sind klar und sternenreich. Und dann fühlt man sich wirklich wie mitten in der Wildnis. Und weißt du, was ich so irre finde, ist, dass das hier nur eine knappe Stunde von Edmonton entfernt ist. Ja, und Edmonton ist ein schönes Städtchen. Ja. Ich kann das sagen, weil ich da wirklich auch schon gewesen bin. Leckeres Essen und für dich, ja sehr wichtig, echter Hipster-Vibe. Nur Tätowierte und lange Bärte und Hüte. Viele Bärte laufen da mit Menschen dran, aber das hat schon was, ja. Ja, aber es gibt auch viele Festivals, Musik, Theater, ist echt eine schöne Stadt. Ja, und apropos coole Leute, hier Janice Galloway, die genau weiß, wo man in der Stadt so hingehen sollte. We're at the 124th Street Farmers Market. We have lots of farmers markets in Edmonton, yes. Actually. We have the old Strathcona, mm-hmm. We have the downtown on 104th Street. Yep. And then there's the St. Albert one too, which is massive and beautiful and it's just a great way to like get
involved in the community and meet local makers and just kind of see what's out there. Yeah. What are some of your favorite vendors here? What are they selling? There's just great food. I love like some of the neat like artisanal. There's jewelry. They sell spirits and beer now. And it's so busy. I always like the vibes. Yeah, it's really vibrant. Weißt du, das Tolle an dir finde ich ja, dass wenn wir so Städteurlaub machen, dass du genauso gern shoppen gehst wie ich. Das ist echt total selten. Ich glaube, nicht so viele Frauen haben so ein Glück. Und man hört sowas, ja. Und du sitzt nicht mal gelangweilt auf irgendeinem Sessel vor einer Umkleidekabine. Nur ja, manchmal schon. Aber selten. Meistens sitze ich auf dem Sessel vor der Umkleidekabine. Ja, ich möchte ja auch ein bisschen shoppen gehen. Aber Janice, die hat uns noch mehr gezeigt. Und zwar was dir noch besser gefällt als shoppen, nämlich öffentliche Verkehrsmittel. Oh. Kannst du dich noch erinnern, die historische Straßenbahn, die da langrattert? Ja. Something really cool to do is actually take the Edmonton streetcar, because you can travel from downtown into the heart of Old Strathcona. Oh, that's so cool. On this beautiful, like, vintage streetcar, and it goes over the high-level bridge. So over the river? Over the river. Ja, und was auch total cool ist, ist dieses Neon Sign Museum. Was ja genau genommen gar kein Museum ist, weil es nämlich ein ganzer Straßenzug ist. Kannst du immerhin, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, selbst Weihnachten geöffnet und es leuchtet das ganze Jahr über. Ja, Weihnachten damit sehr viel Schnee, weil Edmonton hat sehr viel Schnee und ist sehr Instagrammable. Und David Johnston hat uns mal erklärt, wie es dazu überhaupt kam. Well, all of the signs are from local businesses or companies that have been in Edmonton for a long time and are sort of kind of viewed as public art pieces almost. We don't purchase them, they have to be donated to the city and we take ownership of them after that. We also wanted a location that was visible to the public and one that would contribute to downtown revitalization. Das ist schon toll. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Wir mögen ja so Schilder. Ja, auch, mögen ne? wir, ne? Ja, haben wir uns ja schon überlegt, dass wir uns fürs Büro auch so ein schickes Ding kaufen ja, wollen, ne? Irgendwas. Sanifair. Nein, sind eher die klassischen Schilder dort und das ist ja richtig schön. Aber wir mögen ja immer sowas, aber wir mögen ja auch Alberta. Ja. Und wenn du jetzt so zurückdenkst, dass wir uns die ganzen Bilder nochmal angeguckt haben, dann Lake Louise ist doch typisch Kanada, auch für dich, oder? Ja, die Seen natürlich, ne? Diese vielen türkisfarbenen Seen und dann die typischen Instagrammer mit ihren karierten Flanellhemden. Ja, genau. Oder auch, was ich total gerne mag, sind die Mädels von hinten mit so Fransenjacken, einem Hut auf, wo die Haare dann unten und dann so die Rocky Mountains im Hintergrund. Persönliches Stampede dann auch wieder, so viel haben wir schon gelernt. Ja, also Natur, so wie es da ist, hat man sich Kanada vorgestellt. Das ist natürlich schon so, ne? Du hast so ein Bild von Kanada und dann bist du in Alberta und es sieht dann so aus. Ja, deswegen fahren da auch alle hin. Wenn sie zum ersten Mal nach Kanada fahren, ist halt Alberta, Banff, Jasper immer die erste Adresse. Aber wir haben ja noch viel mehr Adressen auf Lager und noch mehr Orte und Provinzen. Ja, und deswegen bleibt bei uns am Ball. Abonniert den Podcast, bewertet ihn auch gerne, stellt uns gerne Fragen über podcast@kanadastisch.de. Ja, also podcast@kanadastisch.de. Wir freuen uns auf euer Feedback und eben auch auf eure Fragen. Die werden wir hier kompetent beantworten. Und wo geht's dann als nächstes hin? Ich glaube an den Atlantik, aber wo genau, das wollen wir doch noch nicht verraten, oder? Howdy. Ach nee, bye bye. Yeehaw. One more time. Come on, come on. Thanks for listening to the Endeca Canada podcast, brought to you by Destination Canada and Canadastiche.com. See you soon in Canada.